Wir freuen uns, dass er gewählt wurde. Wir haben ihn ja auch gewählt. Wir wünschen ihm Gottes Segen für diese wichtige Aufgabe. Wir wünschen uns, dass wir kollegial mit ihm zusammenarbeiten. Wir möchten ihm auch bei der Erfüllung seiner Aufgaben helfen, ihn entlasten und ihm helfen, dass er ein gutes Gesicht der deutschen Kirche gibt. Er ist ein Mann, der Power hat, der vorangeht. Man muss immer sehen, dass wir auch alle mit ihm zusammengehen können. Das erfordert auch immer wieder einmal, dass wir uns zurücknehmen, auch ihn zurückholen, damit dann der Vorsitzende, und das ist ja seine Aufgabe, sowohl in der Bayerischen Bischofskonferenz wie auch jetzt in der Deutschen, die Meinung der Bischöfe in die Öffentlichkeit hineinträgt. Natürlich ist das auch nochmal eine Stärkung der Region Bayern in Deutschland, das ist ganz sicher. Aber der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz muss Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sein. Und das heißt, alle Bischöfe von Hamburg bis nach Bad Tölz, von Magdeburg bis nach Trier, er muss jetzt alle Diözesen vertreten und sicher da auch einige Abstriche von Bayern machen. Wir haben eine Freisinger Bischofskonferenz, da ist er auch Vorsitzender, da behandeln wir die bayerischen Themen, da muss er auch die bayerischen Besonderheiten in der Kirche zum Ausdruck bringen. Aber Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz bedeutet, 27 Diözesen in Deutschland zu repräsentieren. Ja, ich nehme ihm ja schon einiges ab und die anderen Bischöfe in Bayern natürlich auch. Zum Beispiel die letzte Freisinger Bischofskonferenz mussten wir ohne ihn halten, weil er eben in Rom war. Da habe ich die Konferenz geleitet, die ganze. Sonst leite ich die Freisinger Bischofskonferenz auch teilweise. Außerdem, jede Diözese ist eine eigene kirchliche Einheit mit ihrem Bischof. Da muss auch Kirche gelebt werden und wir haben diese Zusammenschlüsse, die Bischofskonferenz für Deutschland, die Freisinger Bischofskonferenz für Bayern. Dort sind wir miteinander verbunden, um auch gemeinsame pastorale Anliegen, kirchliche Anliegen, auch karitative Anliegen nach vorne zu bringen. Und da können wir uns gegenseitig Arbeit abnehmen, gegenseitig auch uns ergänzen, uns gegenseitig helfen. Wichtig ist, dass so eine Konferenz die Gemeinschaft der Bischöfe und damit auch die Gemeinschaft der Diözesen zusammenhält und fördert. Da helfen wir und wir denken, dass der neue Vorsitzende hier, der alte für die Freisinger Bischofskonferenz, das auch weiterhin so tun wird mit uns und für uns.